Vielen Dank. Ich möchte zuerst nochmal dem John Aigner gerne danken für sein Herz für uns Männer, für seine Entspanntheit, für den Humor und für die Ganzheitlichkeit, mit der er auf unser Mannsein guckt. Und bei Sven und Martin bedanke ich mich für die Ernsthaftigkeit, die er reingebracht hat. So, meine Stunde jetzt mit euch ist gedacht als Einstieg in das Thema Vater sein, Vater werden, Vaterschaft. Und da stellen sich ein paar Fragen. Ich nenne euch mal einige. Die erste Frage ist doch, warum willst du überhaupt Vater werden, für die, die noch keine Väter sind? Oder warum bist du eigentlich Vater geworden? Also die Frage, was ist eigentlich wirklich deine Absicht, dein Motiv? Und was hast du dir überlegt, als du gesagt hast, ich werde Vater? Das zweite ist die Frage, wenn du Vater bist, was heißt es für dich, das auf eine männliche Weise zu tun? Also das heißt, deine Kinder tatsächlich zu bevatern. Die dritte Frage ist, wie verändert sich deine Beziehung, deine Liebe, deine Sexualität, deine Partnerschaft, wenn Kinder dazukommen? Also gelingt dir das, dass die erfüllend bleibt und beglückend? Oder wird daraus irgendwann so eine Wohn- und Erziehungsgemeinschaft? Und wo sind da die Stellschrauben? Das sind einige der Fragen, die wir jetzt in diesem Vortrag uns anschauen werden und natürlich an diesem ganzen Wochenende. Und klar ist, im Idealfall bist du erwachsen geworden, wenn du oder bevor du Vater wirst. Jetzt, was heißt erwachsen geworden? Zum einen heißt das, dass du irgendwann in deiner Pubertät und in den Jahren danach es dir gelungen ist, dich auf eine gesunde Weise von deiner Mutter zu lösen. Dich zu lösen, ohne dass du in die Abwertung des Weiblichen rutscht, was viele von uns gemacht haben, weil es irgendwie nicht anders möglich war, aus dieser Symbiose rauszukommen. Punkt 1, die Mutter. Das zweite, und darüber werden wir nachher dann eben noch mehr hören, ist, dass du die Beziehung zu deinem Vater geklärt hast. Der Steve Bidal hat gesagt, wenn du mit deiner Männlichkeit, mit deinem Vater auf Kriegsfuß stehst, dann stehst du mit deiner Männlichkeit auf Kriegsfuß. Und wie willst du ein kompetenter und liebevoller Vater für deine Kinder und hier jetzt natürlich vor allem auch für deine Söhne sein, wenn du mit deiner Männlichkeit auf Kriegsfuß stehst? Mutter, Vater. Das dritte von Erwachsenwerden heißt, dass du liebes- und beziehungsfähig geworden bist. Und das bedeutet, dass für dich Vaterschaft und Partnerschaft ein Wachstumsweg ist und nicht eine Arena, wo du hoffst, dass unerfüllte kindliche Bedürfnisse vielleicht zum guten Ende doch noch erfüllt werden durch den anderen. Und der Sam Keen hat ja gesagt, zwei Fragen muss ein Mann sich stellen. Erstens, wo gehe ich hin? Und zweitens, wer kommt mit? Und dann hat er gesagt, und wenn du die Reihenfolge von den beiden Fragen umkehrst, dann kommst du möglicherweise in Teufelsküche. Das heißt, erwachsen werden würde in dem Fall heißen, dass du für dich zuerst eine klare Entscheidung getroffen hast, Vater zu werden und was das für dich heißt, und dann gemeinsam mit deiner Partnerin diesen Weg gehst. Damit deine Kinder das Wichtigste lernen können, was sie von dir bekommen können, nämlich, dass sie lernen, oder vielleicht müsste man besser sagen, nicht verlernen, sich selbst zu lieben. Weil das ist eigentlich dein Job, den Raum dafür herzustellen. Und ich sage das alles nicht, damit wir uns jetzt schämen, wenn das wahrscheinlich nicht so idealtypisch gelaufen ist bei uns, sondern einfach nur, damit wir anerkennen, dass Vaterschaft, Vatersein nicht sowas ist, was dir so zufällt wie sich verlieben und dann weißt du schon, wie es geht, sondern dass es eine Aufgabe ist und ein Weg, den du gehen musst, dass es Einsatz erfordert oder, um es jetzt mal ein bisschen männlicher zu sagen, dass du eine Menge Kompetenzen dir erwerben musst, um wirklich ein kompetenter Vater zu sein. Ich würde jetzt gerne in dieser Stunde drei Dinge mit euch machen. Zum einen gleich zu Beginn nochmal
darauf zu schauen, wie sieht deine Beziehung zu deinem Vater aus, weil das ist die Grundlage für dein Vatersein. Und ich habe ja 2017 dazu hier einen Vortrag gehalten, Vater Hunger, Vater Kraft. Und für mich wäre es ganz gut zu wissen, wer von euch kennt den, also war damals dabei oder hat ihn irgendwie gesehen, dass ich so ein bisschen Gefühl dafür kriege, ungefähr die Hälfte. Okay, danke. Im zweiten Teil werde ich versuchen, euch ein paar Dinge von mir mitzuteilen, die mir besonders am Herzen liegen, was Vaterschaft betrifft. Und dann werden wir zum Schluss noch ein paar Ausschnitte sehen aus einem Film über Jungeninitiation. Weil ich mir gedacht habe, wir holen die, um die es ja eigentlich geht, nämlich unsere Kinder, wenigstens mal atmosphärisch hier rein. Und weil es mir auch wichtig ist, dass ihr wisst als Väter, dass es diese Arbeit gibt, Initiation für Jungs. Damit werden wir dann schließen. Dann lass uns doch mal so starten, dass wir mal gucken, wer wir eigentlich sind in Bezug auf das Thema. Und ich fange mal ganz einfach an. Heben doch bitte mal die Arme hoch, die Vater sind. Wer von euch ist Vater? Wow, okay, fast alle. Mich würde interessieren, wer ist so in der heißen Phase, also ich sag mal so von 0 bis 12, also was die Kinder betrifft, oder hat auf jeden Fall auch noch Kinder in dem Alter? Okay. Wessen Kinder sind schon aus dem Haus? Also du schaust eher schon drauf zurück. Danke. Wer hat mehr als eine Mutter für seine Kinder? Also wer hat Kinder mit mehreren Frauen? Danke. Und er würde sagen, von denen, die noch nicht Väter sind, ich habe einen Kinderwunsch. Für mich ist klar, Vater sein gehört für mich zu meinem Leben dazu. Gut, danke. Und mal die Gegenprobe, gibt es jemanden, der sagt, so wie ich im Moment drauf schaue, würde ich sagen, nein, das wird nicht Teil meines Lebens sein. Okay, danke. Und noch zwei Dinge, die mich interessieren würden. Wer von den Vätern würde sagen, also wenn ich jetzt drauf schaue, dann kann ich eigentlich sagen, meine Liebesbeziehung, meine Partnerschaft, meine Sexualität ist irgendwann im Laufe dieses Elternseins auf der Strecke geblieben. Puh, könnt ihr euch gerne mal umschauen. Denn wir sind ja auch deswegen hier, um zu sehen, meine Themen sind auch die Themen von so vielen anderen Männern. Und wer hat irgendwann mal den Kontakt zu seinen Kindern abgebrochen oder war damit konfrontiert, dass die Kinder gesagt haben, ich möchte keinen Kontakt mehr mit dir? Okay, danke. Dann würde ich euch bitten, jetzt nochmal für einen Moment die Augen zu schließen. Einfach, um dich nochmal einzustimmen auf dieses Thema und dich zu fragen, was bedeutet dieses Thema Vatersein, Vaterschaft für mich jetzt gerade in meinem Leben? Und was bewegt mich dabei? Was sind meine Fragen? Was sind vielleicht auch die Essenz, was ich verstanden habe davon, wenn du schon lange Vater bist? Und was vielleicht könnte auch etwas sein, was dich an diesem Wochenende ein Stück weiterbringt, wenn du an dieser Frage ein paar neue Inputs und ein paar neue Gedanken mitbekommst. Also du als Vater oder als jemand, der einen Kinderwunsch hat, wo stehst du gerade damit? Okay, danke. Könnt ihr die Augen gerne wieder öffnen? Und eine letzte Frage habe ich noch an euch und die heißt, wer hat sich irgendwann mal geschworen, wenn ich Vater werde, dann mache ich es auf jeden Fall anders als mein Vater? Gut, schaut euch bitte mal um. Das sind wahrscheinlich so mehr oder weniger alle, die vorhin gesagt haben, dass sie Vater sind. Gut, damit sind wir beim Thema. Ich und mein Vater. Jeder von uns wollte von seinem Vater zwei Dinge wissen. Erstens, bin ich dein geliebter Sohn? Und zweitens, stehst du in meinem Rücken? Glaubst du an mich? Und Vaterhunger ist dieser Schmerz und diese Leere in deiner Seele, wenn diese Frage nicht beantwortet worden ist. Und
Robert Bly, bekannter amerikanischer Autor, zu Männerfragen, hat gesagt, wir als Männer, wir müssen in der heutigen Zeit jetzt nicht zurück zu so einer bestimmten archaischen, patriarchalen Männlichkeit oder so. Darum geht es nicht. Aber wir müssen anerkennen, dass wir als Männer und natürlich auch unsere Jungs einen Hunger haben nach authentischer und kraftvoller Männlichkeit. Und dann sagt er, Drogensucht, und damit bezieht er sich auf die jungen Männer, Drogensucht ist nicht auf die Mafia zurückzuführen, sondern auf die Abwesenheit des guten Vaters. Das heißt, es geht um was, wenn du Vater bist. Der Rudolf Steiner, Begründer der Anthroposophie, hat einen ganz einfachen Satz gesagt, ich finde sehr prägnant, was gute Elternschaft bedeutet. Er hat gesagt, du mögest dein Kind in Ehrfurcht aufnehmen, in Liebe erziehen und in Freiheit entlassen. In Ehrfurcht aufnehmen, in Liebe erziehen und in Freiheit entlassen. Und das bedeutet, dass du, und jetzt spreche ich von dir als der Junge, der du mal warst, und du kannst natürlich gleichzeitig auch mit dem Ohr zuhören, dass das auch der Herzenswunsch und das Geburtsrecht deiner Kinder ist. Aber jetzt reden wir mal erst von uns und unserer Beziehung zu unserem Vater. Du hattest ein Geburtsrecht darauf, dass deine essentiellen Bedürfnisse erfüllt werden. Und das heißt zuallererst mal ein Recht darauf, gewollt zu sein, dass deine Eltern wussten, was sie tun und sich für dich entschieden haben. Du hattest ein Recht darauf, dass deine Energie gewertschätzt wird, deine Lebendigkeit, auch deine Tränen, deine Wut, deine Angst, all das, dass du Eltern hast, die das halten können. Du hattest ein Recht auf sowas wie eine liebevolle, präsente, körperliche Berührung. Und du hattest auch eigentlich ein Recht darauf, dass du in Lebendigkeit aufwächst und das heißt, dass du dich entspannen kannst, weil du siehst, meinen Eltern geht es gut miteinander. Und sie haben zum Beispiel ihre Liebe, auch ihr sexuelles Feuer, all das, was dazugehört, damit man sich gut fühlt, sie haben das bewahrt, sie haben das leben können und ich kann mich als Kind da hinein entspannen. Und du hast deinen Vater auch gebraucht, damit er dir Orientierung gibt, weil wenn der Vater seinem Sohn seine Liebe zeigt, dann kann der Sohn gut zu sich sein und später auch seine Liebe zeigen seinen Kindern. Und wenn der Vater Gefühle zeigt, dann kann der Sohn lernen, es ist okay, als Mann Gefühle zu haben, sie zu zeigen, sich nicht dafür zu schämen und kann auch das an seine Kinder weitergeben. Und wenn er dir gezeigt hat, dass es okay ist, Fehler zu machen, dann heißt das, dass du später zum Beispiel ein Vater sein kannst, der nicht so ein perfekter, einsamer Held sein muss in der Familie. Und du hattest ein Recht auf diese Rückenstärkung, auf diesen Vater, der dir sagt, du kannst es. Weil wenn der Vater dir sagt, du kannst es, dann kannst du es. Wenn er es dir nicht sagt, dann kannst du es vielleicht nicht und wirst auch später nicht wissen, wie das gehen könnte, dass du deine Kinder segnest und sie ermutigst. Und unter der Voraussetzung, dass wir hier einen Vertrauensraum untereinander haben, das heißt, dass wir uns hier einander zeigen, weil wir gemeinsam wachsen und dass klar ist, dass das, was wir voneinander hier sehen werden, unter uns bleibt, habe ich ein paar Fragen an euch und würde gerne euch bitten, dass alle die aufzeigen, die sagen würden, mein Vater war zwar physisch anwesend, aber innerlich war er nicht da. Okay. Danke. Alle, deren Eltern sich während ihrer Kindheit getrennt haben. Danke. Alle, die ohne Vater aufgewachsen sind, dann also mit einer alleinerziehenden Mutter. Wie gesagt, ich ermutige euch auch mal, euch umzuschauen, weil wir sind ja zwei Tage hier und wir haben ein Netzwerkcafé und lasst uns doch über die Dinge sprechen, die uns wirklich bewegen. Und du siehst hier, welcher Mann vielleicht noch ein ähnliches Thema hat wie du. Alle, die den Kontakt zu ihrem Vater irgendwann mal abgebrochen haben, auch wenn es vielleicht zeitlich begrenzt war. Schätzungsweise ein Drittel. Danke. Alle, die aktuell einen starken Konflikt mit ihrem Vater haben, das heißt mit dem Großvater ihrer Kinder.
Danke. Alle, die sich ein besseres Verhältnis zu ihrem Vater wünschen. Das sind fast alle. Und alle, die finden, dass sie ihrem Vater ähnlicher sind, als ihnen lieb ist. Das sind auch fast alle. Und dann vielleicht noch alle, die, wenn sie jetzt an ihren Vater denken, vor allem Ärger oder Groll empfinden. Ja. Alle, die vor allem Trauer empfinden. Das sind viele, fast alle. Und alle, die vor allem Freude und Dankbarkeit empfinden. Danke, das war auch vor 2 Jahren so, dass bei beiden Fragen ungefähr die gleiche Zahl Arme hochging. Es ist beides möglich, dass die Trauer, davor kommt dann vielleicht die Wut, der Ärger und gleichzeitig ist da auch die Liebe. Und an der Stelle sage ich mal, wenn ihr diese Arbeit macht, die Klärung der Beziehung zum Vater, dann macht ihr sie auch, um euren Vater zu ehren. Das klingt, wenn man damit anfängt, manchmal ein bisschen verrückt, weil man erstmal auf einer Menge Wut sitzt und so viel vielleicht hat, worüber man sich beklagen möchte. Aber tief innen drin hast du deinen Vater geliebt und du machst diese Arbeit auch, um deinen Vater zu ehren. So ist es. Jetzt sind wir alle nicht in diesem Paradies aufgewachsen, also in Ehrfurcht aufgenommen, in Liebe erzogen und in Freiheit entlassen. Und ich möchte euch gerne ein paar O-Töne sozusagen einspielen, wenn wir diese Arbeit machen mit Vater Hunger, Vater Kraft, mit den Männern, dann gibt es vorher einen Fragebogen und die Männer beantworten einige Fragen. Und ich habe euch ein paar O-Töne natürlich anonymisiert mitgebracht. Und ich würde euch fast vorschlagen, dass ihr auch nochmal die Augen schließt. Ich möchte euch ein paar davon vorlesen und Augen schließen vielleicht deshalb, damit du auch nachspüren kannst, wie muss ich so ein kleiner Junge gefühlt haben, der später als erwachsener Mann diese Dinge zu sagen hat. Meine Eltern trennten sich, als ich 14 Jahre alt war. Bei uns gab es immer sehr viel Streit, aber ich dachte, das wäre normal. Mein Papa wird oft wütend, aber Mama sagt, das ist nun mal so, weil er Choleriker ist. Mama sagt, dass ich deswegen nie so werden darf wie Papa. Mein Vater ist der Anwalt, der das Geld verdient. Er ist sehr großzügig. Spaß habe ich mit ihm nicht. Er interessiert sich nicht für mich. Und wenn er da ist, ist es komisch. Wir haben ihn eigentlich nie vermisst. Er gehörte gar nicht zur Familie. Ich hätte mir gewünscht, dass mein Vater mich nicht so viele Jahre in meiner Traurigkeit allein gelassen hätte. Ich war für viele Jahre für niemanden und schon gar nicht für mich selbst erreichbar. Meine Mutter hat eine gesunde Beziehung zu meinem Vater systematisch verhindert. Und seine unbeholfenen Versuche, zu mir immer wieder Kontakt aufzunehmen, habe ich nicht richtig annehmen können. Er hat wohl irgendwann aufgegeben. Meine Mutter hat uns Kinder ohne erkennbaren Grund geschlagen und eingesperrt. Mein Vater war zwar da, aber er hat uns nie vor Mutter geschützt. In meinem Gefühl damals hat meine Mutter sehr unter Vater gelitten und ich wollte sie retten und beschützen. Von Männern hatte ich daher nie eine gute Meinung. Bei mir hat sich tief eingeprägt der Satz meines Vaters, da hast du dich aber nicht mit Ruhm bekleckert, wenn ich mal in seinen Augen wieder was falsch gemacht hatte. Und offenbar habe ich genau das in meinem ganzen Leben immer wieder inszeniert, mich nicht mit Ruhm bekleckern. Und ich habe das Gefühl, ich bin noch überhaupt nicht im Mannsein angekommen. Es gibt einzelne Tage, da ist das Gefühl da, da bin ich einfach da als Mann, und kann mich sogar als Vater sehen, aber die meiste Zeit fühle ich mich wie ein Junge im Männerkostüm. Danke.
Danke, ihr könnt die Augen dann wieder öffnen. Und ich glaube, es ist klar, dass wenn ich daherkomme und selber ein aktiver und kompetenter und liebevoller Vater sein möchte, dann gibt es für mich was zu klären. Und jeder von uns hier im Raum trägt auf die eine oder andere Weise so eine Verletzung und Verwundung in sich, sei es eine Wunde der Verlassenheit, des Nicht-Gesehen-Werdens, sei es eine Wunde der Überflutung, das ist für uns Männer oft die Mutter, die uns mit ihrer Liebe überflutet hat oder wo wir sowas wie Partnerersatz geworden sind, weil der Vater nicht da war. Und all die Verletzungen des Missbrauchs, alle Arten von Grenzverletzungen und vor allem dieses grundlegende Gefühl von Beschämung, weil die Logik eines Kindes ist, wenn Mama und Papa so mit mir umgehen, dann bin ich wohl nicht okay. Und damit startest du dann ins Leben. Wir konnten damals nicht gehen, wir konnten damals nicht weinen, wenn wir traurig waren, wir durften nicht wütend sein, wenn wir wütend waren, und dann haben wir uns halt so unsere Schutzschicht zugelegt, unsere Mechanismen, wie wir da überlebt haben und die uns heute im Wege stehen. Das heißt, mit dieser Grunderfahrung von Verlassenheit findest du dich vielleicht immer in solchen symbiotischen Liebesbeziehungen wieder, in denen du dich verlierst, oder aber du forderst den ganzen Tag Höchstleistungen von dir bis zum Burnout, weil du die Erfahrung nie gemacht hast, um deiner selbst willen geliebt zu sein. Und wenn du diese Erfahrung von Überflutung gemacht hast, dann bist du vielleicht einer von diesen Männern, die sich da aufhalten, wo es am sichersten ist, nämlich im Kopf. Am sichersten, aber auch am einsamsten. Und da wir wahrscheinlich beide Erfahrungen gemacht haben, ein zu wenig und ein zu viel, gilt wahrscheinlich für viele von uns, dass wir immer wieder pendeln zwischen dieser Sehnsucht nach Nähe und diesem Bedürfnis in Anführungszeichen nach Kontrolle und Distanz. Und in diesem Sinne bedeutet Heilung, Klärung deiner Beziehung zum Vater, dass du lernst, mit diesen Verletzungen zu leben, ohne dass sie weiter dein Leben bestimmen. Und das heißt, dass du dich entscheidest, dem ins Gesicht zu schauen und nochmal an diese Stelle zu gehen und dass du lernst, dich selber zu bevatern. Das heißt, dass du diesen verletzlichen Teil von dir an die Hand nimmst und sagst, wir gehen da nochmal hin. Und es ist letztendlich Trauerarbeit, aber wahrscheinlich braucht es davor einiges an Wutarbeit. Und dafür brauchst du die Begleitung anderer Männer, die für dich den Raum halten. Und jetzt bitte ich dich nochmal, die Augen zu schließen und für einen Moment ein Bild deines Vaters aufsteigen zu lassen. Ein Gesicht, vielleicht der Moment des letzten Abschieds, sei es an der Haustür oder sei es an seinem Grab. Ein Moment, wo du vielleicht deinen Vater bewundert hast, zu ihm aufgeschaut hast. Aber vielleicht auch der Moment, wo du zum ersten Mal verstanden hast, dass du dich nicht wirklich auf ihn verlassen kannst. Und dann nimm dir einfach einen Moment Zeit zu fühlen, was es zu fühlen gibt. Ist da Trauer? Ist da Wut? Ist da Angst? Oder so ein diffuses Gefühl von Scham? Oder Freude? Oder einfach so ein Nichts, so eine Leere, so ein Gefühl von, wer war dieser Mensch? Und jetzt werde ich euch, lasst die Augen ruhig geschlossen, vier Sätze vorschlagen und schau mal, ob du sagen kannst, ja, das ist auch meine Wahrheit. Der erste Satz heißt, ich fürchte mich immer noch vor deiner Meinung und strebe danach, dir zu gefallen. Oder wenn dein Vater nicht mehr lebt, Zeit deines Lebens, habe ich mich vor deiner Meinung gefürchtet und immer noch danach gestrebt, dir zu gefallen. Für wen gilt dieser Satz? Okay, danke. Zweiter Satz.
Alles, was in meinem Leben schiefläuft, ist die Schuld meines Vaters. Es ist deine Schuld, dass ich mich innerlich verloren und leer fühle. Für wen gilt dieser Satz? Danke. Dritter Satz. Ein Teil von mir sucht Heilung und die Nähe zu dir, während ich mich gleichzeitig an meine Wut klammere und dich abweise. Für wen gilt das? Und der letzte Satz. Du warst zu selten da und ich distanzierte mich von dir. Ich habe mir meine Sehnsucht nach dir nie oder lange nicht wirklich eingestanden. Dankeschön. Könnt die Augen wieder öffnen. Du hattest verschiedene Möglichkeiten, damit umzugehen, wenn du mit dieser Leere oder mit dieser Leerstelle von Vater konfrontiert warst. Ich nenne mal so die vier naheliegendsten Möglichkeiten. Die erste war, deinen Vater zu ignorieren und zu sagen, ich hake das ab, sobald ich erwachsen bin, so schnell wie möglich aus dem Haus raus, dann baue ich mein eigenes Leben auf, meine eigene Familie und dann hake ich das halt ab. Wer würde sagen, ja, so habe ich das ungefähr versucht? Die zweite Möglichkeit, genau das Gegenteil, nämlich so werden wie er. Wenn ich doch noch so werde, wie er sich das immer gewünscht hat, dann bekomme ich vielleicht noch seine Anerkennung. Und dann hatte ich das vielleicht jahrelang begleitet. Wer würde sagen, das war dein Versuch, damit umzugehen? Die andere Möglichkeit, genau das Gegenteil, ganz anders werden als dein Vater. Also vielleicht hast du auch noch mitbekommen, Junge, werd bloß nicht wie dein Vater. Und du hast gesagt, okay Mama, das mache ich. Für wen gilt das? Okay, das ist die Mehrheit. Und vierte Möglichkeit, Rebellion, also offenes Fuck you. Und abhauen, deinen Vater konfrontieren, beschimpfen, was auch immer. Wer hat diesen Weg gewählt? Gut, danke. Also diese Strategien haben uns damals irgendwie ein Stück weit weitergeholfen, um mit der Situation klarzukommen. Aber sie haben natürlich diese Leere nie wirklich gefüllt und auch diesen Schmerz nie wirklich geheilt. Und dann kommt dieser Punkt, früher oder später, und manchmal sind die Männer, 20, 21, manchmal sind sie 50 oder 60, wenn sie diese Arbeit machen, wo du merkst, wenn ich weiter wachsen will, dann muss ich an dieses Thema ran. Sei es, dass du immer wieder Probleme hast mit Autoritäten und irgendwie ahnst, Chef und so weiter, irgendwie ahnst, diese Geschichte ist eine uralte Geschichte, die ich da immer wiederhole. Sei es, dass du irgendwann einfach erschöpft bist, weil du, wie ich vorhin gesagt habe, immer wieder diese Höchstleistungen von dir gefordert hast, um diese Leere zu füllen und dann irgendwann merkst, es geht nicht mehr. Sei es, dass du spürst, ich habe dieses Bedürfnis nach Männerfreundschaft und gleichzeitig gibt es immer wieder diese Unbeholfenheit, weil Männernähe ist irgendwie auch Vaternähe und das ist das, was all das wieder in mir hervorruft. Oder für die meisten von uns, weil du irgendwann merkst in deinen Partnerschaften, jetzt stünde es an, dass ich mich zeige, dass ich mich verletzlich zeige, dass ich mein Herz öffne, aber ich habe ja aus gutem Grund damals zugemacht und jetzt kriege ich das nicht mehr auf. Und, um auf unser Thema zu kommen, spätestens dann, wenn du Vater wirst und plötzlich merkst, ich möchte nicht meine Vaterwunde mit meinen Kindern bearbeiten, sondern ich möchte die für mich klären, damit ich dann selbst entscheiden kann, was für ein Vater ich eigentlich sein will. Und das bedeutet, dass du irgendwann diese Entscheidung triffst und sagst, ich gehe da nochmal hin, ich gucke mir das nochmal an. Das heißt, du schaust dir deinem Vater Hunger ins Gesicht und kommst damit auch auf Augenhöhe. Bisher bist du letztendlich weggerannt davon. Und du lernst, dich selbst zu bevatern mit der Unterstützung anderer Männer. Und da gibt es diesen Moment, wo ein Teil in dir sagt, dann darf ich jetzt endlich nochmal das fühlen, was ich damals nicht fühlen durfte. Und ich darf endlich diese Wut fühlen, die damals da war, diese Trauer. Und ich darf da nochmal hingehen, damit ich nicht mehr weiter in diesem Gefühl hängen bleibe für den Rest meines Lebens.
Und mir ist wichtig zu sagen, dass es da eine Unterscheidung gibt. Es geht da um zwei verschiedene Dinge. Das eine ist dein Raum der Heilung für deine Wut, für deine Trauer, für deinen Schmerz. Und das bedeutet, dass du irgendwann den Weg des Erwachsenwerdens gehst und sagst, ich bin nicht verantwortlich für das, was damals war, aber ich bin verantwortlich dafür, wie ich jetzt damit umgehe. Und was dann passiert ist, dass du auch in Kontakt kommst mit diesem unzerstörbaren Kern in dir, mit diesem gesunden Kern, mit diesem Selbstwert, mit dieser Selbstliebe. Und das ist gar nicht so weit weg von uns, wie wir manchmal denken. Das ist dein Weg, dein Erwachsenwerden, du übernimmst deine Verantwortung für dich. Das ist das eine. Und das zweite ist, dass du dann bereit bist. Und dann ist es kein Fake mehr oder nicht ein Ich sollte, sondern dann kannst du es wirklich tun, dass du deinen Vater ein Stück weit aus der Vaterrolle, deine Eltern aus der Elternrolle entlassen kannst. Dein Vater ist immer noch verantwortlich für sein Handeln, aber das ist seine Verantwortung. Und was dann passiert ist, dass wir auch ein Stück weit ein realistisches Bild von unserem Vater finden und auch das sehen, wofür wir dankbar sein können. Sehen, wo er selber herkommt, einschließlich der ganzen kollektiven Geschichte, aus der er kommt. Und dass wir auch anerkennen können, diese Ähnlichkeit, die wir mit unserem Vater haben und dann die Freiheit haben zu entscheiden, was davon behalte ich und was davon will ich verändern. Und vielleicht kommst du dann nochmal auch in ein Gespräch mit deinem Vater und befragst ihn nochmal nach seiner Geschichte. Ich kann mich erinnern, mit meinem Vater, irgendwann gab es einen Moment, da saßen wir in so einer Hütte am See, die wir damals hatten. Und es war so eine Sternstunde, wo wir ins Gespräch gekommen sind. Es war so wie zwei Schauspieler, die nach dem Stück sich nochmal hinsetzen und darüber sprechen, na, wie ist es gelaufen? Du hattest die Rolle, du hattest die Rolle. Was ist da eigentlich gewesen? Vielleicht passiert das, nicht immer, aber die Möglichkeit besteht. Wenn du deinen eigenen Weg gehst, dann wird plötzlich der Kontakt mit deinem Vater ein anderer sein. Und jeder Vater wartet. Der Steve Bedalb erzählt diese Geschichte, wo ein Sohn in Amerika sich entschließt, nochmal seinen Vater aufzusuchen. In Amerika reist man dann so 3000 Kilometer von einer Küste zur anderen, dann steht er vor der Tür, klingelt, der Vater macht auf, sie haben sich 20 Jahre nicht gesehen. Und dann sagt der Sohn, Vater, ich bin gekommen, um dir zu sagen, dass ich die Geschichte, so wie Mutter sie immer erzählt hat, nicht mehr gelten lasse. Ich möchte deine Geschichte hören. Und dann sagt Steve Bedalb, und was passierte dann? Und der Vater sagte, jetzt kann ich sterben. Das heißt, irgendwann dreht sich das. Als Junge, klar, hat der Vater die Power und die Macht. Aber irgendwann haben wir als Söhne auch die Macht, weil der Vater irgendwo letztendlich wartet darauf, dass du auf ihn zugehst. Und das ist unser Job. Normalerweise kommen die Väter nicht zu uns. Gregory Campbell hat es ein bisschen nüchterner gesagt. Er hat gesagt, wie auch immer es für dich gewesen sein mag, Mann, du hast überlebt. Und wenn du jetzt mehr Lebendigkeit und Mannsein brauchst, zum Beispiel, um ein guter Vater zu sein, dann ist es höchste Zeit, dich von deinen Eltern in Würde und Achtung zu verabschieden. Und dann bist du auch frei, als Mann das woanders zu suchen, was du als Sohn vermisst hast. Und mir fällt da ein, in der Arbeit mit zu dem Thema Vater gibt es immer auch einen Abend, wo wir die Männer einladen, dass jeder mal eine Kerze anzündet für einen Mentor, für einen Mann, der in seinem Leben für ihn eine Bedeutung gehabt hat. Und für jeden von uns gibt es so einen Mann oder gibt es Männer. Manchmal haben die uns über eine lange Zeit begleitet, manchmal haben wir die nur einmal getroffen. Und was dann entsteht, wenn diese Männer dann einer nach dem anderen in die Mitte gehen und sagen, dieses Licht ist für meinen Fußballtrainer oder für meinen Lehrer oder wer auch immer, der mich wirklich gesehen hat, das ist so eine Atmosphäre von Brüderlichkeit, von Herzlichkeit, von Anerkennung unter Männern. Und das ist sowas wie ein Lebenselixier für uns Männer. Und ich nehme an, jeder von euch hat in seinem Leben auch so einen Mentor gehabt. Oh.
Heißt das noch 20 oder? Okay, danke. Gut. Dann lasst mich euch in der Kürze der Zeit ein paar Dinge sagen, die mir am Herzen liegen zum Thema Vatersein. Zum einen greife ich nochmal auf, das, was ich von Steiner gesagt habe, Kinder in Ehrfurcht aufnehmen. Für mich heißt das zum Beispiel, dass du als Vater, als Mann wirklich die Verantwortung übernimmst dafür, wie die Geburt deiner Kinder sich vollzieht. Ich hatte das Glück, dass meine Kinder alle zu Hause geboren worden sind. Und Geburt ist einerseits Initiation, Initiation ins Leben deiner Kinder, Initiation von dir als Vater, und es ist gleichzeitig auch so etwas wie ein heiliger Moment. Wer von euch könnte sagen, ja, die Geburt, die ich miterlebt habe, war ein heiliger Moment? Danke. Dann ist es dein Job als Vater, dafür zu sorgen, dass dieser Moment geschützt ist, dass dieser Moment so heilig gehalten wird, wie es möglich ist. Das Beste, was ich kenne, ist, dass du es tatsächlich schaffst, es zu Hause zu machen. Das Zweite ist, dass du verstehst, dass dir dieses Leben tatsächlich geschenkt worden ist und dass da ein Wesen kommt, was über dich hinausgehen wird. Wenn man es etwas moderner sagen würde, ein Wesen, was einen neuen evolutionären Impuls mitbringt, könntest du auch sagen, ein Wesen, was auf deinen Schultern steht und auf jeden Fall über dich hinausgehen wird. Und das bedeutet, dass in Ehrfurcht aufnehmen auch heißt, dass du dich davon enthältst, irgendein festes Bild davon zu haben, was aus diesem Kind werden soll. Und ich möchte euch gerne, auch wenn wir jetzt nicht so viel Zeit haben, trotzdem dieses Gedicht vorlesen, das wahrscheinlich viele von euch kennen, von Khalil Gibran aus dem Prophet, wo die Mutter ihn fragt, sprich zu uns von den Kindern. Weil das auf wunderbare Weise das zum Ausdruck bringt, was mit dieser Ehrfurcht vor dem Leben und vor dem, was da zu dir kommt, zu tun hat. Und wenn du magst, schließ auch dazu vielleicht nochmal die Augen, weil es sich lohnt, sich das auf der Zunge zergehen zu lassen. Eure Kinder sind nicht eure Kinder. Sie sind die Söhne und die Töchter der Sehnsucht des Lebens nach sich selber. Sie kommen durch euch, aber nicht von euch. Und obwohl sie mit euch sind, gehören sie euch doch nicht. Ihr dürft ihnen eure Liebe geben, aber nicht eure Gedanken, denn sie haben ihre eigenen Gedanken. Ihr dürft ihren Körpern ein Haus geben, aber nicht ihren Seelen, denn ihre Seelen wohnen im Haus von morgen, das ihr nicht besuchen könnt, nicht einmal in euren Träumen. Ihr dürft euch bemühen, wie sie zu sein, aber versucht nicht, sie euch ähnlich zu machen. Denn das Leben läuft nicht rückwärts, noch verweilt es im Gestern. Ihr seid die Bogen, von denen eure Kinder als lebende Pfeile ausgeschickt werden. Der Schütze sieht das Ziel auf dem Pfad der Unendlichkeit und er spannt euch mit seiner Macht, damit seine Pfeile schnell und weit fliegen. Lasst eure Bogen von der Hand des Schützen auf Freude gerichtet sein. Denn so wie er den Pfeil liebt, der fliegt, so liebt er auch den Bogen, der fest ist. Und dieser Bogen mögen wir sein, als die Väter unserer Kinder. Jetzt noch ein paar Stichworte. Ganz kurz, wegen der Kürze der Zeit, aber trotzdem ein paar Dinge, die mir wichtig sind. Das Erste, wo ich nochmal drüber nachgedacht habe, was will ich euch eigentlich sagen? Das Erste ist, triff deine eigene Entscheidung dafür, Vater zu sein. Mach dir klar, warum du Vater wirst. Weil Vater sein wird keines deiner bisherigen Probleme lösen, könnt ihr wahrscheinlich bestätigen. Es wird auch nicht die Beziehung kitten und sie auch nicht retten. Es wird auch nicht funktionieren, dein Kind einfach deiner Frau zu überlassen und davon auszugehen, dass du ansonsten dein Leben so weiterlebst wie bisher.
und mach es auch nicht, um den Kinderwunsch deiner Frau zu erfüllen. Warum wirst du dann aber Vater? Also alle, die diese Entscheidung treffen oder die nochmal darauf schauen wollen, wie ist es bei mir eigentlich gelaufen, leg die Rechenschaft ab oder mach dir klar, was ist mein Wunsch, mein Grund, meine Absicht, mein Motiv, da zu sein für ein anderes Wesen. Und wenn du diese Entscheidung getroffen hast, dann mal dir dein schönstes Bild aus, wie du es haben möchtest und halt daran fest. Ich sage das, weil insbesondere in unseren Partnerschaften, wenn Kinder dazukommen, wird es manchmal eng werden. Und es ist wichtig, dass du als Vater ein Bild davon hast, wo du hin möchtest und daran festhältst. Und das heißt auch, dass du dir Klarheit darüber verschaffst, heißt es für mich, dass ich für die nächsten 20 Jahre bereit bin, mit dieser Frau für dieses Kind da zu sein? Dass du dir Klarheit darüber verschaffst, bin ich im Zweifelsfall bereit, das Wohl dieses Kindes über mein eigenes Wohl zu stellen oder nicht? Und kalkuliere ich, wenn ich Vater werde, von vornherein ein, dass man sich heutzutage auch trennen kann? Und will ich das wirklich einkalkulieren? Und vielleicht noch als drittes, gutes Vater- und Muttersein erlaubt keinen Geschlechterkampf. Und damit meine ich weder patriarchale Männer noch mutterchauvinistische Frauen. Weil die manchmal unerträgliche Abwertung von unserer Männlichkeit und genauso auch die Geringschätzung unserer Weiblichkeit beginnt für die Kinder dort, wo sie zu Hause aufwachsen, in einer Atmosphäre dieses Kampfes, dieses nicht miteinander sich verständigen können. Und aus meiner Sicht brauchen wir nicht mehr Weiblichkeit und weniger Männlichkeit. Wir brauchen auch nicht mehr Männlichkeit und weniger Weiblichkeit, sondern wir brauchen mehr geheilte Männlichkeit und geheilte Weiblichkeit. Danke, danke. Also sieh zu, dass du deinen Beitrag leistest und das, was wir hier machen, ist unser Beitrag als Männer genau dafür. Ich lasse die anderen Sachen jetzt weg, weil mir eines wichtig ist, nämlich, dass wir noch unsere Jungs, also unsere Kinder, um die es ja letztendlich geht beim Thema Vaterschaft, nochmal hier reinholen und möchte gerne mit euch ein paar Minuten einen Ausschnitt anschauen aus einem Dokumentarfilm über eine Initiationszeit für Jungen. Das ist in dem Fall die Phoenix-Zeit, das ist hier in Berlin-Potsdam. Es gibt Boys to Men, es gibt eine ganze Reihe von solchen Angeboten inzwischen, Initiationsarbeit für unsere Kinder. Das gibt sie natürlich auch für die Mädchen. Hier im Berliner Raum ist es die Drachenzeit. Meine 16-jährige Tochter war da und ich bin total froh, dass sie über ein Dreivierteljahr diesen Weg gehen konnte mit 20 anderen Mädchen, begleitet von Mentorinnen, von Patinnen. Und wie die Jungs das machen, das sehen wir jetzt gleich in diesem Film. Ihr seht zunächst mal einen Jungen, es zieht sich wie gesagt ein Dreivierteljahr hin. Am Ende, Höhepunkt, ist die Ritualzeit und Höhepunkt der Ritualzeit ist, wo die Jungs für 24 Stunden alleine in den Wald gehen und dort fasten. Und ihr werdet gleich als erstes sehen, ein Interview mit einem Jungen, der nach dieser Zeit zurückkommt, was er dort erlebt hat. Dann eine kurze Sequenz, wo die Paten, die die Jungs sich gesucht haben, zusammensitzen mit ihnen und über das Thema sprechen, wann warst du eigentlich das letzte Mal glücklich? Dann spricht der Eike Schwarz, Initiator, darüber, was heißt Jungeninitiation eigentlich heute? Und zum Schluss, das Ganze sind 7 Minuten, zum Schluss werdet ihr sehen, wie die Jungs am Ende dieser Ritualzeit wieder zu ihren Eltern gebracht werden und wieder ihren Eltern begegnen. Ihr könnt den Film jetzt abspielen. Und als es dunkel wurde, habe ich versucht zu schlafen, damit ich nicht in der Dunkelheit wach bleiben muss. Dann bin ich eingeschlafen und in der Nacht aufgewacht. Und das war dann schon ziemlich gruselig. Und ich weiß nicht, dann habe ich mich abgelenkt. Es ging irgendwie nicht. Ich habe die ganze Zeit gedacht, irgendwo ist jemand und will mich umbringen. Also ich lieg immer auf dem Rücken.
Weil auf dem Rücken, dann ist nichts hinter mir. Auch zu Hause schlafe ich immer so, dass hinter meinem Rücken die Wand ist. Weil sonst habe ich immer das Gefühl, jemand ist hinter mir. Ich kann nicht so schlafen, dass der Rücken frei ist. Das geht nicht. Und auf dem Rücken, das tat aber extrem weh. Es war voll unbequem. Aber ich konnte mich nicht zur Seite drehen, das ging einfach nicht. Und dann kamen immer so Geräusche, Stücke haben geknackst und so. Und dann, ja, man hatte einfach so ein bisschen Angst, dass, also ich wusste ja, da ist niemand so, aber es war trotzdem da, dieses Gefühl. Und dann habe ich mich abgelenkt ein bisschen. Ich habe sogar versucht, Schafe zu zählen, ob das klappt, dass man dann einschläft. Hat nicht geklappt. Und dann habe ich, ja, wie gesagt, mich so an Sachen erinnert. Und irgendwann war es dann weg. Und dann habe ich das erste Mal auf einer Seite geschlafen, ohne dass was hinter mir war. Weil dann war ich einfach nur extrem müde und dann hatte ich auch keine Angst mehr und dann war es mir egal. Und ob da jemand hinter mir ist oder nicht, dann habe ich einfach geschlafen. Also ich habe nachgedacht über meine Zukunft. Und über meine Mutter, weil ich mich oft mit ihr streite und oft auch ungerecht zu ihr bin. Und dass sie ja eigentlich alles für mich tut und alles macht, damit ich glücklich bin. Und nur das Beste für mich will und ich extrem scheiße manchmal sein kann. Und habe nachgedacht, dass ich das ändern will. Die Frage heißt, wann seid ihr und bei welcher Gelegenheit seid ihr das letzte Mal richtig glücklich gewesen? Ich habe mir ja einen Hammer und Nägel mitgebracht von zu Hause. Ich habe mir aus so Jägerhäuschen, die umgefallen sind, so eine kleine Plattform gebaut. Dann habe ich praktisch auf dem Baum geschlafen. Es war so eine Eiche, so zwei parallel nebeneinander liegende Äste halt. Darauf habe ich halt die Plattform gebaut und ich hatte halt, weil ich relativ weit oben war, keine Probleme mit den Mücken und so. Von daher war es ganz entspannt. Wir sind in eines dieser Jägerhäuschen, von denen David erzählt hat, sind wir raufgegangen. Das war ganz in der Nähe von deinem Baumhaus, oder? Ja. Und dann haben wir da einfach noch ein bisschen oben gesessen und geredet. Ja? So fand ich mal. Ich mag ja immer total gerne mit David reden, aber das war auch nochmal ein gutes Gespräch. So, ja? Und wir haben so wenig sonst Gelegenheit dazu, finde ich, so mal richtig zu reden. Und ich habe David auch nochmal gefragt, so, was ist jetzt eigentlich so, was hat sich so verändert, ja? Und es, als ich David abholte und ihn sah, dachte ich so, sieht nicht nur müde aus, also ne, klar, die haben jetzt nicht so wahnsinnig gut und viel geschlafen da draußen, ne? Sondern irgendwie hatte ich den Eindruck, da ist ja was anderes in den Augen, so. Irgendwie eine andere Form von Reife, die mir da entgegengekommen ist. Ich weiß nicht, ob es Projektion war, aber so kam es mir vor, ja. Ein modernes Übergangsritual in diesem Alter kann die Jungs nur in ihrer Aufgabe unterstützen, dass sie ihren eigenen Weg finden müssen. Das ist ja der Unterschied zu Übergangsritualen in früheren Kulturen, wo die Jungen in etwas hinein initiiert wurden, in bestimmte Rollenbilder, die fest vorgeschrieben waren. Es war völlig klar, du musst das und das und das machen, dann wirst du ein guter Mann. Aber das können wir heute ja gar nicht mehr machen. Wir wissen gar nicht, wie es in 50 Jahren das Leben sein wird. Also ist die Hauptaufgabe, die Jungen in ihren eigenen Ressourcen, in ihren eigenen Fähigkeiten, in ihren Anlagen zu stärken. Und das machen wir im Ritual. Das, was mir am meisten
in dieser Phönixzeit mit euch in Erinnerung bleiben wird, ist das stürmische Wetter, was wir so oft gehabt haben. Regen und Sturm und Sonnenschein und so. Und das ist für mich ein Bild für, also auch für die Dynamik und für die Kraft, die wir in dieser Gruppe hatten. Lasst uns schließen nochmal mit 2 Minuten, wo ich euch bitte, die Augen nochmal zu schließen. Wir haben jetzt so einiges aufgefächert, das war ja unser Start in das Thema Vaterschaft, Vaterwerden. Und nimm dir einen Moment Zeit, bei dir innen anzukommen, dich mit deiner Aufmerksamkeit nach innen zu wenden und zu schauen, wo bist du jetzt gerade angekommen. Vielleicht auch nochmal zu schauen, warum bist du hier? Was fühlst du? Was bewegt dich? Was brauchst du? Und natürlich auch, was hast du zu geben hier in diesen Männerpool hinein? Und dann fahr doch auch nochmal deine Antennen aus. Und nimm wahr, wie sich das anfühlt, hier in so einem Kreis von 400 anderen Männern, die auf dem Weg und auf der Suche sind, zu sein. Vielleicht auch ein Gefühl von Unsicherheit, vielleicht aber auch ein großer innerer Frieden oder eine Freude darüber. Und vielleicht für den einen oder anderen auch so ein Gefühl von endlich in der Männerwelt anzukommen. Robert Bovet hat dieses Ankommen so beschrieben. Indem ich als Mann mir selbst in den Augen und Herzen meiner Mitmänner begegne, komme ich bei mir selbst an. Sobald ich zulasse, dass meine Mitmänner an meinem Innersten teilhaben, gibt es für mich Geborgenheit. Sobald ich zulasse, durchschaut zu werden, kann ich mich selbst und die anderen erkennen und werde mich zu Hause fühlen. Und dann mach dir nochmal klar, dass du all das, was du hier auf der Mannsein erleben wirst und auch für dich erforschst, natürlich nicht nur für dich tust, sondern auch für deine Liebsten, für deine Kinder, für dein Umfeld.
Nimm dir noch eine Minute Zeit in Stille, um dem nachzuspüren, bevor wir dann schließen und in die Mittagspause gehen. Gut, dann öffne langsam wieder deine Augen. Dehn und streck dich vielleicht, wenn du magst. Wir gehen jetzt in die Mittagspause, 14 Uhr, wird das Hacker-Intro sein, aber vielleicht sagst du gleich noch was dazu. Ich freue mich über Feedback oder über Austausch, bin die 2 Tage über hier und herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Thank you.